Hallo, ihr Lieben. Heute möchte ich über Schicksalsschläge ein paar Impulse geben, Anregungen, auch Aufklärung. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit jemandem, der gemeint hat, ein Schicksalsschlag, da kann man nichts tun, das ist Schicksal, wenn jemandem etwas zustößt und ja, und fertig. Und das klingt auch ein bisschen so wie Opfer, wir können nichts tun. Es ist Fakt, dass es Schicksalsschläge gibt, wenn die mal geschehen, ob jetzt Leid, Krankheit, dass einfach Dinge daneben gehen, aber auch Tod, ja, dass ein Unfall irgendwo oder Möglichkeiten von Unfällen auf der möglich sind und dass man dann, wenn das geschehen ist, nichts mehr machen kann und im Nachhinein sagt man, ja, das war Schicksal. Und das ist aber nicht so. Es ist nicht immer alles gleich nachvollziehbar, auch nicht immer gleich alles wörtlich zu nehmen. Ich habe ja auch ein Video gemacht, wortwörtlich, sondern mit zu hinterfragen, um was geht es beim Schicksal. Oft ist ja auch Ursache und Wirkung hat man, du hast es angezogen und diese ganzen Diskussionen. Aber ich möchte jetzt nur auf das Schicksal eingehen. Schicksal ist so, ja. Wenn ich den Begriff hernehme, ein Schicksalsschlag kann entstehen. Oh, wenn man ja, zum Beispiel unachtsam war, die Ermahnungen, die Hinweise, die Pulse, die über den Tag kommen, auch diese von der Seele kommen, auch so diese feinen Gefühle, was oft als Intuition auch wahrgenommen wird, aber das kann auch sein Gedanken, die einen einfließen, in einen hineinströmen, von diesem göttlichen Sein, von diesem ewigen Licht hineinfließen. Genau, Empfindungen, Gedanken, auch von der Ebene kommt es. Es sind halt diese Feinen, ja, und es ist dann halt gut, wenn man die hört. Wenn man die hört, kann man nämlich eine Korrektur vornehmen oder schauen, okay, um was ging es da jetzt wirklich? Was ist zu bereinigen? Was ist zu verändern? Was ist loszulassen, um nicht diesen Schicksalsschlag zu erleiden? Und daher ist es nicht ganz so, dass wir sagen, okay, das war ein Schicksalsschlag, da können wir gar nichts mehr tun. Nein. Es ist wirklich das, ein gewisser Lebensstil auch, gewisse Einstellungen, auch Einstellungen sich selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber, auch viel Neid, Groll, diese Ressentiments, Wut. Auch das, ja, irgendwann mal, wenn das nicht bereinigt wird, geklärt wird, verändert, zu einem Schicksalsschlag führen kann. Sei es auch eine schwere Krankheit. Oder Verlust von Partnern, Familienmitgliedern, also Verlust jetzt auch Trennungen in unterschiedlicher Art und Weise. Aber das passiert nicht einfach so. Es scheint es nur, es scheint, es ist trügerisch, es scheint. Wenn man davor immer wieder so Ermahnungen, Hinweise, Impulse ignoriert hat. Das ist der Punkt. Und um so einen Schicksalsschlag zu verhindern, gibt es aber auch noch andere Formen vom göttlichen Geist, also von diesem Licht, von Gott, von der Quelle, von der Seele, durch die Seele, Heiliger Geist, wo zum Beispiel andere Menschen inspiriert werden. Zum Beispiel du hast plötzlich einen Impuls, eine Eingebung und sollst auf einen Menschen zugehen. Und du gehst auf einen Menschen zu und gehst mit ihm ins Gespräch und weißt eigentlich gar nicht, um was es geht und warum. Aber du folgst diesem Impuls und gehst zu deinem Nächsten. Und der Nächste, ja, ihr begegnet euch und es wird so geführt, dass ihr automatisch, scheint automatisch, dorthin geführt werdet, wo das Problem liegt, wo etwas vorliegt, wo der Mensch eigentlich Hilfe oder Unterstützung braucht. Und durch das Gespräch kann dann der andere zum Beispiel dann erkennen, um was es geht. Neue Wege, neue Möglichkeiten können auftauchen, das im Miteinander sehr natürlich ist. Weil dann dieses Geistige, diese Seele, dieses Göttliche wirkt, ja. Man denkt, aha, wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Und sich Möglichkeiten auftun für den anderen, dann hat er, muss er nicht irgendeinen Schicksalsschlag erleiden, ja. Das ist ganz wichtig. Also Schicksalsschlag ist nicht so
dass man gleich so abhakt, okay, hat einen Sinn, der ist da, oder wenn irgendein Drama passiert ist im Außen, ach, das war Schicksal, oder auch Karma, gibt es auch diese Begrifflichkeiten auf der anderen Ebene von diesen esoterischen und spirituellen Menschen, der Psychologie, Schicksalsschlag oder auch im Mundart ist Schicksal bekannt. Also noch einmal so ein Hinweis, achte auf deine innere Stimme, auch auf diese feinen Gefühle, auch Gedanken, wie kommt denn das jetzt her, die dich unterstützen, auch wenn du total fertig bist, traurig oder dein Leben nicht mehr leben möchtest, von Leben scheiden, wo doch so ein Seelenimpuls vom Göttlichen etwas in dir auftaucht, was dich ernüchtert, was etwas bereinigt, etwas klärt und wo du dann da einen anderen Weg gehst und nicht das Leben zum Beispiel aufgibst. Und warum ich jetzt das Video auch noch mache, geht es darum, auch als Mensch dem anderen gegenüber Mitverantwortung zu übernehmen. Diese Mitverantwortung heißt nicht, dass man die Welt retten möchte und alle Menschen, das wäre das Thema verfehlt, sondern viele Menschen haben oft einmal einen Impuls, ja, also ihn anrufen, ich soll dorthin gehen, ich soll auf den zugehen, auch Gedanken, die eigentlich nicht logisch sind. Also der Verstand versteht es nicht, weil die Seele ist eben so, hat eine andere Sprache, die Seelensprache ist nun nicht für die Logik. Erst im Nachhinein kann man die Dinge verstehen und erzählen und erklären. Und dann kann es sein, dass du aufgerufen bist, wohin zu gehen, auf einen Menschen zuzugehen, um mit ihm ins Gespräch zu gehen oder auch eine Tat zu machen, eine Handlung, hinzufahren, ihn abzuholen, zum Arzt zu führen, was gerade heute da ist, ja. Egal, was der andere sagt. Also, wenn du so eine Eingebung hast, Eingebung ist dann so, ja, ich habe keine Eingebungen. Also, ich möchte euch nicht Ausreden auf die Zunge legen, sondern wirklich selbst zu reflektieren und ehrlich zu sein, sehr oft Impulse habt, den anderen Menschen zuschaut, wie er, man sagt, so, es ist ekelhaft, so gegen die Wand lauft, ja, oder gegen das Messer lauft. Und Menschen schauen einfach zu und reagieren nicht. Und das ist, wenn das so der Fall ist, haben sie zwar einen Teil mit Verantwortung und dürfen das auch dann für sich irgendwann mal bereinigen. Denn wenn ich zuschaue den anderen und es kommt ein Impuls, das ist nämlich der Unterschied. Es kann in der Nacht auftauchen, am Tag, tu das oder geh in den Supermarkt und du weißt, ach, was soll ich dort? Okay, dann hole ich halt was, denn der Verstand hilft dann auch, weil da Gedanken eingegeben werden. Geh ein Obst holen, ja? Denkst du, okay, dann hole ich halt Obst oder du kriegst eine Empfindung, boah, ich habe so eine Lust auf einen Apfel oder irgendein Lebensmittel. Ja, ich habe so Lust, ja. Also so kann auch die Seele und das Licht und das Göttliche dir eine Eingebung geben, so über Impuls, über dieses Empfinden, über Gefühle, Gedanken, wie ich schon erwähnt habe. Und dann gehst dorthin. Ja, du redest das nicht aus, denkst, okay. Und dort begegnest dann ein Menschen. Und weil das wird geführt. Und dann fängt ein Gespräch an und dann werdet ihr auf das Thema hin geführt, also wie von alleine ist dann plötzlich etwas da, was da mal los wird oder erzählt und du auch dann Tipps hast oder weil du dann da warst, dass er von einer Handlung absieht und diese nicht tut, ja, oder auch, wo er schon länger herumgetan hat, weil sein Leben gar nicht gut läuft, auch von der Krankheit her und dann kann seine Begegnung das richtige Wort geben, aber auch das Gefühl von wahrer, hoher Empathie. Also Empathie hat ja auch Klassen, ja, erste Klasse, zweite Klasse, vierte Klasse, Volksschule aufwärts. Das ist ja etwas, wo man hinwächst in diese bedingungslose Liebe, die einem ja so führt. Ja. Also das sind ja keine Worte, leere Worthülsen sind immer Taten, Handlungen, man redet nicht darüber. Also man nur drüber predigt, Liebe, Liebe und ich bin Liebe, braucht nur mal hinhören oder ein paar Fragen stellen.
Der lebt es nicht, solange es halt seiner Bequemlichkeit passt. Aber wer lebt es wirklich? Also da spricht man nicht viel davon, sondern man tut, man kriegt Impulse, man geht aufeinander zu oder gibt auch den anderen Menschen etwas weiter. Und es ist auch immer für einen selber. Es ist auch für sich, wenn man auf den Nächsten zugeht, kann auch für dich etwas auftauchen, ein wichtiger Impuls, dass dann du sagst, okay, das darf ich auch verändern. Ich sage mal Kurskorrektur, eine Klarheit. Und dann hast du eine Wahl, ja. Und dann kann man neue Entscheidungen treffen und so wird ein Schicksalsschlag, ja, nicht vollzogen. Also es geschieht ja nicht von ungefähr. Und wenn du eben keine Impulse hast, keine Eingebungen, gar nichts und du hörst dann von jemandem, dass da eben was geschehen ist und ja, dann war es in dem Sinn für dich ein Schicksalsschlag, so wie du es im Außen siehst für einen anderen, weil Gott dich nicht berufen hat oder gerufen hat, etwas zu tun. Das ist der Unterschied, Weltverbesserer zu sein, alle Menschen zu retten, weil es ist so gemacht. Also wenn du Impulse bekommst, es ist nicht gang und gäbe, dass du jetzt jeden Tag 10 Menschen ins Gespräch gehen sollst, handeln, Taten, auch im Energiefeld. Also ich gehe jetzt ein bisschen weiter, es ist so gesagt. Persönlichkeitsentwicklungspunkt, aber auch ganzheitliche Weisheit dahinter, ein bisschen zu erforschen. Wenn man weitergeht, auch im Energiefeld, können wir ganz, ganz, ganz viel mit Menschen machen. Aber geistige Heilung alleine reicht nicht immer aus. Das ist sehr häufig eine Flucht, ja. Ach, ich will dort nicht hingehen, es ist mir unbequem, es ist gerade das Wetter so und ich bin gerade so müde und möchte relaxen oder ich habe jetzt mit meiner Freundin ausgemacht, ich folge nicht diesem Impuls. Und ja, dann hat man eben, hört man von einem Menschen, genau, der dann in den Sinn kommt, denkt man, ah ja, der war immer da, so hat er sich geäußert, da war schon etwas, das hat sich nicht gut angefühlt. Und da ist merken, dass du dann, also es dich sehr wohl betroffen macht. Aber um dann deine Schuldgefühle zu kompensieren, die du dir dann selber machst, heißt es eher, das war Schicksal. Das hat einen Sinn. Das war Karma. Und das, aber ich bleibe heute beim Schicksal, beim Wort Schicksal, weil das eben auch so das Gespräch war und das eigentlich viele Menschen auf allen Ebenen anspricht und wirklich so im allgemeinen Gebrauch verwendet wird. Also das möchte ich euch ein bisschen so ans Herz legen, dass ihr da nicht so schnell urteilt und dass ihr, wenn ihr so einen Impuls habt, so eine Eingebung, dem folgt. Es ist ja dann auch ihr, also wirklich noch einmal, es ist immer auch für einem selber, ja, ein Reichtum. Und auch im Nachhinein, wenn es wirklich um ein Leben auch geht, ein Leben, zu retten, ja, ich meine, das wird dich wirklich tief erfüllen und du wirst ganz tief in dir dankbar sein, dass du nicht, die Couch vorgezogen hast und irgendeine Serie geschaut hast oder sonst was oder viele Bücher liest, weise Bücher, intelligente Bücher, sagst nein, ich möchte jetzt meditieren, haben wir jetzt vorgenommen, um in die Meditation zu flüchten, ja, das wird oft auch übertrieben und man folgt diesen Impulsen nicht. Also auch, wie gesagt, über den Tag, ja, können so Impulse auftauchen über andere Menschen, über etwas, was du hörst. Zufällig Radio einschalten oder du bei der Tankstelle, irgendwer sagt was, ja, oder du siehst etwas und Busch, ja, ist dann die Information da und der nachzugehen. Okay, das war dieser ein kleiner Beitrag zum Schicksal und dass wir hier die Mitverantwortung übernehmen. Das heißt wirklich, das nochmal betonen, damit das nicht missverstanden wird, dass er nicht so alles unter den Teppich kehrt und ich kann nicht alle retten und so, weil das ist ja wirklich nicht gesund, sondern wirklich, wie es da ist, ja. Aber auch für sich selber, deswegen kommt auch immer die Stille und dieses mit sich immer tiefer in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu kommen, um diese feinen Empfindungen, Gedanken, diese zarten, aber mächtigen, auch den Impuls von einem Menschen, dass man gut hört, ja, man, was hat der jetzt gesagt? Noch einmal? Wow. Also, das ist dann, ja, dann sagt man, wow, danke, auch wenn man nicht gleich alles versteht.
Es kann irgendwie eine Weisheit sein, die dann plötzlich mal wieder auftaucht. Ein Zitat von irgendwo, ja, schlag mal ein Buch auf, steht das drin. Ein Mensch erzählt davon in seinen Worten, aber es ist immer so, es ist das Zitat, diese Weisheit dahinter, die dann plötzlich häufig auftaucht. Und dann sollte man das auch anschauen, unbedingt. Und was möchtest du mir sagen? Was geht es? Und dann schaust hin und du wirst immer tiefer erkennen und erfahren und dann kannst du den Kurs korrigieren. Du musst keinen Schicksalsschlag erleiden, auch von Arbeitslosigkeit, von Wohnungsverlust, Lebensfreudeverlust, Energieverlust, ja. Also auch diese Dinge zählen dazu. Und denn wenn man sich so mit anderen, es geht auch immer wieder darum, dass man achtet, wenn man das schaut, dass man sich nicht mit anderen Menschen verstrickt. Hat man sich verstrickt, kriegt man auch den Impuls. Versteht, deswegen lege ich mir so großen Wert drauf. Ich nenne mal Beziehungsbewusstsein mit der Seele, Heilkommunikation, all diese höheren Ebenen. Und die sprechen wirklich eine neue Sprache. Diese Sprache, diese Feinnuancen, diese Feinheiten, ja, wahrzunehmen und nicht zu ignorieren und auch nicht nach dem alten Konzept zu leben. Oft ist auch ein Mensch, ah, dem geht es nicht gut, aber ich habe keine Zeit, ist hier so dieses Ego. Haben ja alle Probleme, ja, es ist ja momentan echt schlimm auf der Welt und dieses Gerede. Und man sich etwas niederredet, um nicht in die Tat zu gehen, um die Handlung zu setzen. Und auch das wird dann erkannt und gesehen. Und da kannst du dann immer eine neue Wahl treffen. Und das ist ein bisschen Schicksalsschlag. Der Mensch oder auch durch die Begegnung, ja, kann eine neue Wahl getroffen werden, wird eigentlich sehr häufig, also ich kenne es eigentlich nur, wenn ich in Aktion war, jetzt für mich und für andere Menschen, dass dann es wirklich, da ist keiner gegangen, also von der Welt zum Beispiel, also wirklich aus krasse Sachen waren, sondern es haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Das heißt, wenn sich bei den Menschen neue Möglichkeiten ergeben, dass er erkennt, dann fügen sich die Dinge neu. Auch, also er hat ja auch eine begleitet, war dann auch von der Wohnung her neu. Und da muss man oft angreifen, bis das so tatkräftig werden. Weil das Umfeld hat dann sie angegriffen und unter Druck gesetzt. Und ja, oft ist halt, wie es ist. Und das ist nicht angenehm. Und da ist so wichtig, wenn jemand wahrhaftig mit jemandem ist. Und ich war das und ich habe auch ihre Reaktionen verstanden. Es geht dann immer so, dass man die andere beurteilt. Ah, jetzt schreit sie, jetzt tobt sie, jetzt weint sie, jetzt will sie nicht. Jetzt, also so ganz krasse Verhaltensweisen, muss ich dazu sagen, bei der Frau ist ganz abrupt der Partner. Ein bisschen auch verschuldet von dem Krankenhaus. Ums Leben, also gestorben. Ja, das hätte nicht sein müssen. Und jetzt dann auch bei diesem Partner, der gegangen ist, auch hier waren die Möglichkeiten, weil immer so viel ist viel aufgezeigt worden, auch körperliche Symptome, aber wurden ignoriert. Und die Partnerin dann auch zwar gesagt, aber dann, okay, es wird einfach so viel ignoriert und dann ist es scheinbar Schicksal, ja. Und auch wenn dann so wie etwas in dem Krankenhaus passiert ist, die ihn da einfach haben liegen lassen ein paar Stunden, ist es auch nicht Schicksalsschlag, überhaupt nicht. Sondern es ist, die Möglichkeiten sind da, Menschen sind Menschen. Und die Menschen, das war Silvester, haben anscheinend die Ärzte lieber Silvester gefeiert und den einfach liegen gelassen, auf den einfach vergessen. Und dann war es zu spät. Das heißt, es ist sehr wohl ein Miteinander und auch vielleicht haben die Ärzte den Puls gehabt, ach ja, da ist ja noch ein, ach komm, noch eine Pause oder was auch immer, da zu Silvester so abgeht, ich weiß es ja nicht, und das nicht so überfüllt war, weil ich war ja dann auch dort. Tragen sie sehr wohl Verantwortung und dann auch Mitverantwortung. Irgendwann mal kommt die göttliche Gerechtigkeit, die Ordnung. Aber nicht um zu strafen, das stimmt nicht. Wenn so ein Mensch oder die da so mitverantwortlich waren, jemanden liegen lassen, er das dann wirklich in der Tiefe erkennt, es bereut, die Vergebung, Arbeit an sich macht, kann er das verändern. Es wird sehr viel Möglichkeiten, es in Erdenleben
zu korrigieren, zu verändern. Aber wir müssen dorthin schauen, das erkennen und auch egal, ob jetzt seine Schuldgefühle da sind oder wie heißt das, den anderen zu beschuldigen oder die Umstände, ist egal, ja. Denn um das geht es nicht, Thema Schuld oder nicht Schuld. Es geht nur um die Reinheit des Herzens zu erkennen, auch Fehler, die man begangen hat, zu bereuen, in die Vergebung zu gehen, auch für den anderen, für sich selber und da in die Reinheit zu kommen. Und dann kann man auch diesen Schicksalsschlag, der dann für den anderen Menschen auch wäre, auflösen. Und das ist das Geschenk. Also es gibt nicht diese göttliche Strafe und es gibt auch nicht diese Opfer und wir sind von allen Opfern, das Karma-Schicksal. Ist sehr schnell eine Ausrede, weil der Mensch nicht in die Tat geht und weil der Verstand auch kommt, weil es gar nicht geschult wird oder darüber gesprochen wird, wo der Verstand dann auch kommt, Menschen, die das irgendwo gehört haben und nicht weiter nachdenken und sagen, ja, der ist halt da bei einem Autounfall gestorben, das war Schicksal. Das muss nicht sein, ja. Also für denjenigen, dem das passiert ist, da waren sicher innere Empfindungen da, innere Bilder, Informationen, sicher auch Beweggründe, ja, die da mitgespielt haben oder auch ganz einfach zu schnell gefahren und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und dann ist es auch nicht Schicksal. Also es wird dann sehr schnell so benannt, weil das hätte dann ja Gott eingreifen können, sagen auf die Menschen oder sein Schutzengel oder ja. Was, dann bin ich schon fertig oder das Licht eingreifen können und das nochmal korrigieren, ja. Und es passiert oft auch bei manchen, die so wow, wie ein Wunder etwas dann auch überleben, wo dann so ganz schnell irgendein Gedanke kommt oder Gott oder ein anderer Mensch mit ihm ist, ja, und plötzlich das so wahrnimmt als Impuls, ja, irgendwo sitzt in einem Kaffeehaus und sagt, komm, geh weg, lass den Kaffee jetzt, setz dich irgendwo ruhig hin, geh in die Stille. Also zentrier dich, meditiere. Die Meditation meine ich, diese Atmung, diese Stille zu gehen, nicht jetzt sich wegzudriften und zu den Menschen hinzugehen. Und wisst ihr, es gibt eine wirklich göttliche Intelligenz, das ist Fakt. Ja? Aber drüber reden ist, ich muss das wirklich jetzt betonen, weil ich das so viel höre. Es ist ein Selbsterfahrungsweg, da hineinzuwachsen. Und das könnte ich nur wirklich dann auch Menschen begleiten oder austauschen oder inspirieren, die das leben, ja, und auch was für ein Verstand nicht logisch ist, weil es etwas Tieferes verstehen. Und da geht das so, wo du angeleitet wirst, etwas zu tun, ja. Angeleitet ist eben diese Impulse, diese Empfindungen. Wie gesagt, am Anfang vom Video, das Licht, Gott, den Schutzgeist, gibt deiner Gedanken auch, deinen Worten, deinen Gefühlen Impulse, da läuft es hinein, ja. Und ja, du denkst, wo kommen diese Gedanken her? Aber wenn du dann da immer mehr dich dran gewöhnst und da hineinwächst, manche haben nicht das Vertrauen dazu, weil es ihnen fremd ist und weil es wenige Menschen gibt, die das dann auch sagen oder sagen, ich begleite dich auch in einem Traum. Auf Bezug auf einen Menschen ein Bild hat, kann man es verändern, weil du das Bild bekommen hast. Verstehst du? Es geht immer darum, wir müssen nicht suchen und laufen und Menschen retten und die Welt retten, sondern das, wo doch, ich sage mal, Gott dich benutzt, ja, du das wirklich lebst, immer mehr mit dir in Kontakt zu kommen, wirst du gerufen, wenn es so sein soll, ja, fertig. Also das ist nicht die Entscheidung von uns, ja, ob das von ihm ein Schicksalsschlag ist oder nicht, sondern wir sollen auf uns achten und auch für uns diesen Impulsen folgen. Also ich, wenn ich diesen Impulsen, habe das in meinem Leben auch gemacht, ganz selten, wenn ich den Impuls nicht gefolgt bin. Und das war echt selten, aber dann war es echt heftig. Also wow, da ging es echt oft wirklich um mein Leben. Also ein kleiner Fehler, aber es ist so ein kleiner Fehler unter Anführungszeichen, weil so Impulse total heftig sind. Und auch wenn ich das dann ja auch erkannt und denke, wow, ich bin dann sofort mit Gott auch im Gespräch, grenzt dann auch von so Menschen absolut schnell ab, ja. Wirklich, was ist sehr häufig über Menschen, ja. Das ist eben die Menschlichkeit hier ist halt doch speziell. Und vor allem, die jetzt dann so gebildet sind, dass
tut fast ein bisschen weh für die Menschheit, weil die Bildung diesbezüglich das Herz und die Empathie untergraben hat. Und so übernommenes Wissen und scheinbar Weisheit, ohne drüber ein bisschen nachzudenken und sich selber zu beobachten, dass sie auch dann so Handlungen setzt, wenn es einmal da ist, es ist wirklich selten. Also es ist wirklich selten, ja. Und es kann auch mit Menschen sein, wo ich überhaupt keine Beziehung habe, mit ganz fremden Menschen, irgendwo in Kontakt war, ja, oder auch wirklich ganz fremden Menschen. Ich werde euch jetzt ein Beispiel erzählen, wo mein ganz fremd, also von mir gibt es viele, aber ich möchte mal von jemandem anderen erzählen. Und die ist sehr, also mit Jesus, sehr göttlich, also christlich orientiert, also ganz nicht orientiert, sondern in Kontakt. Und die hatte einen Traum, eine Vision, immer wieder einen Traum, das sie nicht verstanden hat. Und das ist oft auch, wir verstehen oft nicht so, ja, um was es da geht. Und sie sah halt einen Mann und auch, wie er ausschaut und was da aus dem Mund herausquillt und konnte damit nichts anfangen. Und der ist so dreimal immer wieder aufgetaucht, dieser Traum. Und dann noch immer mehr Informationen dazu. Es hat nicht schön ausgeschaut, dieser Mann, ja. Also, man sagt auch ab und zu dazu sein Albtraum, aber es ist der Albtraum ist oft nur so, wo Gott einen dann wachrüttelt, aber auch vorbereitet. Ja, das ist eine Vorbereitung auch gewesen. Und diese Frau, und dann war der Impuls da, also sie hat da mit ihrer Freundin ausgemacht, zu einem See zu fahren, um dort einfach einen schönen Tag zu machen, zu entspannen, zu relaxen, ja, so richtig sich verwöhnen. Und die sind dann, und sie hat dann einen Impuls gehabt, nicht zu diesem einen See zu fahren, was sie geplant haben, sondern zu einem anderen See zu fahren. Und da sie eben mit sich schon vertraut ist, also es ist wirklich Übung, wieder so vertraut, dann geht dieser Impuls, sie folgt diesem Impuls, fertig. Ist es, kann nichts passieren. Wenn jemand so einen Impuls, okay, soll nicht nach A, soll nach B fahren, dann macht das einmal, ja, wenn es um nichts geht, um ein paar Kilometer, hallo, ja, um einfach Erfahrungen zu machen, weil nur drüber zu reden und dann sich zu hinterfragen, ist das jetzt ein Impuls, ist es keiner, ist es vom Göttlichen, ist es vom Dunklen oder sonst was, bringt gar nichts, ja. Es gibt wirklich so Impulse, die tun nicht weh, die kosten nichts, ist kein Aufwand, es ist oft eine Bequemlichkeit oder eine Sturheit oder es sofort wegzutun. Nein, wir haben geplant, zu dem See oder wo die Freundin sagt, warum willst du jetzt zu dem See fahren? Wir haben ja doch ausgemacht. Und ja, Freundschaft zeigt sie dann auch gleich, sagt sie, habt diesen Impuls. Da sage ich, okay, wenn du diesen Impuls hast, dann fahren wir dorthin. Sie sind dann zu diesem anderen See gefahren, dort im Kaffeehaus gesessen, war schön gemütlich. Und dann hat sie zum Wasser geschaut und da war so eine Menschenmenge, die da zusammengelaufen ist. Und von der Weiten wusste man ja nicht, warum. Und sie hatte dann auch wieder den Impuls, also ich verwende einfach das Wort, dorthin zu gehen. Und hat eben im Café alles liegen gelassen, die ist dorthin gegangen. Und so weiter weg, diese Menschenmenge unten beim Strand, ist dorthin gegangen. Und dann sah sie einen Mann, der heraußen gelegen ist. Und dann war das so wie in dem Traum davor, ein paar Tage davor, immer wieder oder 2 Wochen davor, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und das Bild, ja, wie er da lag mit diesem, aus dem Mund, alles so, ja, dieses, was so wie ein Albtraum ist. Und sie hat sofort reagiert mit Göttlichen. Also sie ist eine Frau, die übers Gebet das auch macht, wenn es so da ist. Und das war so da. Und hat angefangen, da in diese göttliche Energie reinzugehen, übers Gebet. Wo das Gebet ist, die Worte, die dann gekommen sind, das sind dann Worte, die eben von Gott, sag ich, ist mein Begriff, auf die Zunge gelegt werden. Und ja, und die anderen sind da herumgestanden, haben das gemacht und also in Ruhe gelassen auch, weil dann entsteht so wie ein Schutzraum. Also wenn man da sich hineinlässt, dann sind die Möglichkeiten da. Wenn wir jetzt diskutieren würden, ja, aber wenn, ja, aber der hätte eingreifen können. Was mache ich, wenn der eine sagt, ja, was tun Sie denn da? Versteht ihr, das sind alles Ablenkungen. Wird nur diskutiert, erfahren, machen und dann können wir darüber reden. Wenn man so erzählt, oft kommen 1000 Fragen, die nur analytisch sind und das Ganze überhaupt nicht ermöglichen, einmal zu erfahren.
Ja, das war, sie hat dann diesen Menschen das Leben gerettet. Der wäre sonst gestorben, ist es ertrunken und genau. Und dann hat sie verstanden, warum sie diese Vorbereitung hatte, diese Eingebungen und ihren Impuls dorthin zum See zu fahren. Versteht ihr? Und sie hatte das Leben gerettet. Da stand auch, sie hat sie aber dann gleich von der Menge, dann war, wer wieder zu sich gekommen ist. Also sie hat auch keine Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, also nicht all diese medizinischen Dinge, was man Erste Hilfe auch machen kann, sondern auch diesen Impulsen gefolgt, aufs Ohr hin und da mit diesen Wortenergien fest gewirkt, wirken lassen, würde ich sagen. Ja, das trifft es am besten. Und der Mensch war gerettet, der wäre sonst gestorben. Oder war schon tot, glaube ich. Der ist schon länger, genau, der ist schon länger im Wasser gelegen und dort auch. Und im Nachhinein konnte sie das erzählen. Im Nachhinein hat sie diese Mosaik-Puzzleteile entdeckt, ja, und hat sie es gefügt. Wir können das nur im Nachhinein erzählen, versteht ihr? Und das ist der Unterschied. Und das hat eher wirklich, tut das ein Mensch oder nicht? Und das ist Thema Schicksalsschlag. Das heißt, für diesen Mann wäre eben ein Schicksalsschlag gewesen. Ja, war Schicksal, könnte man dann sagen. Nein, Gott hat gesagt, da gibt es noch Möglichkeiten, Impulse, also wo ein anderer Menschen führt, um das Leben zu retten. Fertig. Und oft ist so, dass es die Menschen nicht machen und deswegen dann jemand auch wirklich eben jetzt halt bei dem Krassen von der Erde geht und stirbt. Oder eben jemanden zuschauen, wie er, ich habe auch etwas, also ich habe viele Beispiele, aber ein Beispiel, da war ich wirklich sprachlos auch. Also wenn ich so sprachlos meine, dieses Wow, weil ich denke, die sind doch alles so entwickelt und so lichtvoll und reden von diesen geistigen, göttlichen Gesetzen und waren in Indien und Djibouti und sonst wo und bei Millionen Gurus und wissen alles, also vom Reden wirklich beeindruckend. Und ein Teil auch gelebt über den Verstand. Und die hatte zwei Online-Kongresse und da hatte ich mächtige Angriffe. Und auch für die Angriffe, so wie Gott hier das Licht jemanden benutzt oder so dich aktiviert für dich selber oder eben für einen anderen, gibt es aber auch von der destruktiven Seite. Auch die destruktive Seite benutzt Menschen, um auf den anderen zuzugehen, um ihn aus sich herauszubringen, dass er seine Vision, sein Licht von Gott ab, wenn er das nicht umsetzt, ja, dass ihm die Kraft genommen wird, Krankheit, dass ihn plötzlich wie einen benebelten Zustand hat, also wirklich auch körperliche Reaktionen und Symptome. Also da kann. Oder er hat so einen tollen Impuls, sagt, ah, jetzt mache ich und das setze ich um und dann kommt mir so ein Störfeld rein. Und auch das ist auf der Seite. Und das ist halt lernen, dürfen die Menschen lernen, jetzt zu differenzieren. Ich muss da auch sehr Acht geben, weil das so in diesem Licht schön verpackt ist. So Schein, das heißt der Scheinwelt, Scheinlicht oder die Unwahrheit zeigt sich immer. Die Menschen reden ja auch viel. Die Wahrheit kommt ans Licht. Na hallo, wisst ihr, was das bedeutet? Und das gefällt dem Ego auch nicht immer. Und auch hier vorbereitet zu sein, wie die eine Frau, sie hat das Bild, wie der Mann ausschaut. Das war, sie hätte sie vielleicht beim ersten Mal, wenn sie okay, nicht vorbereitet gewesen, also Gott weiß ja, warum er sie vorbereitet hat, diese Bilder, die so nicht angenehm waren, bekommen hat. Ebenso, als, ich glaube, dreimal. Also ihr seht auch, dass hier Raum und Zeit nicht existiert. Ja? Das war ja Tage später, wo sich das ereignet hat. Aber es war schon da im Energiefeld. Und so wird das dann geführt vom Göttlichen. Versteht ihr, das ist ja alles echt, oder auch was ich rede, was oft so in Heiligkeiten steht oder Schriften. Aber was hat der Mensch draus gemacht? Das ist wirklich ungesund. Und da ein bisschen aufzuwachen, zu erwachen und diese auch anderen Menschen zuzuhören diesbezüglich, weil das hilft nämlich, das eigene Bewusstsein dafür zu sensibilisieren, ja, empfindsamer zu werden, also empfindsam positiv, ja, gemeint. Da habe ich auch gehört, dass es in der alten Welt
als Schwäche galt und Menschen verurteilt, belächelt worden sind, sei nicht so empfindsam. Ich spreche nicht von dem. Ich merke auch immer wieder, dass dann korrigiere so alte Welt, dann es verändert meine Energie, das mag ich nicht, brauche ich auch nicht mehr. Herr Zuhörer, lasst das einfach sich wirken. Und es tut ja jeden Einzelnen gut, auch zu wissen, welche Möglichkeiten da sind, nämlich auch für einen selber. Und auch da nicht zu glauben, man muss alleine durch etwas hindurchgehen. Es gibt immer die Möglichkeiten, aber der Mensch ist, wie er ist. Ja. Und ich sage immer, die Egozentriertheit hat Hochblüte. Es gibt ein anderes Wort dafür, so narzisstische Züge, Verhaltensweisen hat Hochblüte, ja, wenn man das, den anderen Begriff da noch verwendet, der jetzt eigentlich auch viel mehr auftaucht wieder. Dass mit Egozentriertheit sehr stark verbunden ist. Aber da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Und wo eben Gott dich vorbereiten kann, dass du mit so einem Bild, ja, mit seinen, wenn das dann wirklich aktuell im Leben, also triffst, ja, die Menschen, dass dich das nicht erschreckt und dass du so gefestigt bist, dass du da diese Führung, diese Impulse, diese Eingebungen, die deine Seele gibt, die dein Heiliger Geist gibt, Gott, das Licht, das ewige Licht, gibt, um das dann umzusetzen, was wir zu tun haben. Nicht eine Methode, ja. Nicht, ah, ich kann nichts tun, weil ich habe jetzt nicht gelernt, Erste-Hilfe-Kurs zum Beispiel zu machen. Also man kann sich auch von Kopf her, aber wenn man das schon vorbereitet wird, passiert es eigentlich nicht. Aber man kann sich sonst auch von Kopf her manipulieren, wenn Gott nämlich sagt, oder sich begrenzen, limitieren und eben nicht an keine Tat setzen. Denn Gott und dich, also den Menschen halt gerade offen ist und wenn es so sein soll, das, wie gesagt, wenn es so sein soll, das entscheiden nicht wir, ja, das entscheiden nicht wir, ja, das ist eine höhere Macht. Und ja, jetzt höre ich auf. Es war dann, wie gesagt, in allen Zeitungen am nächsten Tag, dass da eine Frau war, also sie hat sich da nicht geäußert, also sie hat sich zurückgezogen, es war auch da, sie hat gesagt, sie hat dann auch mit dem Heiligen Geist, ja, sie hat den göttlichen Verstand gesprochen, nachgefragt mit Jesus und hat ihren Zugang, also nicht jetzt katholische Kirche, sondern diese, die nennen sie, also diese Neuchristen, ja, die da auf ihren Weg versuchen oder auch umsetzen, eine neue Beziehung mit Gott einzugehen. Und hat dem Anweisungen gefolgt und sich nicht eben geoutet. Wow, ich bin, ja, wenn das jetzt so sein soll, dann hätte sie es gemacht, ja. Und das ist der Unterschied. Und dann gibt es einen Unterschied. Manche tun das dann, also im Nachhinein. So, weil, wow, ich bin ja echt super. Das hat dann auch ein paar Folgen, wenn der Stolz so mächtig wird und sich davon in Versuchung führen lässt, dann kriegt man auch wieder eine Gelegenheit, diesen falschen Stolz schnell zu durchschauen und zu verändern, wenn man tief innerlich weiß, dass man wird angeleitet, dass es nicht in der göttlichen Ordnung ist und dass es da um was anderes geht. Und dann kann man es korrigieren und muss nicht immer stolzer, weil die Menschen fallen dann in so narzisstische Verhaltensweisen hinein. Es ist dann wie von dieser anderen Energie in Versuchung geführt worden, angebissen und dann wird immer mehr übernommen und immer mehr manipuliert, ja, wenn man diese Empfindungen, diese Impulse oder auch Gespräche mit anderen Menschen oder über ein YouTube, über ein Buch, wo auch immer man so darauf hingewiesen wird, nicht korrigiert, ja, dann ist einfach das ganz natürlich, dass es dann einen Schicksalsschlag gibt, ja. Okay. Und das abschließend noch, was dann bei mir bei den Online-Kongressen war, wo ich ziemlich, also ich war echt gefordert, wirklich nicht aufzugeben und immer bei mir zu bleiben. Und ich hatte so von den 30 waren vielleicht 5 Speakerinnen, die wahrhaftig, das wird dann gespürt, die das unterstützen, Rückendeckung gegeben haben, wo ich auch immer gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. Nein, komm, das schaffen wir gemeinsam, so wirklich schön. Aber es waren eben ganz wenige von diesen ganz tollen, weißen, erwachten Menschen. Sie wissen halt nicht anders. Und da hat eine Frau zu mir gesagt, sagt sie, wow, sie bewundert mich, dass sie noch so das Licht habe, das Licht ausstrahle. Sie wartet nur drauf, sie hat nur drauf gewartet, bis sie das Licht verliert, weil sie intuitiv im Feld
ich sage es im Feld, ich weiß jetzt nur, es ist jetzt intuitiv, es wäre jetzt zu viel Erklärung, mitbekommen, dass ich da sehr gefordert wurde und was da abgeht. Und ich war dann wirklich sprachlos, denke, die kriegt das mit, reagiert nicht oder sagt du oder ruft an, ja, weil es sind ja immer wieder andere Länder, ruft auch nicht an oder schreibt, hey, und wie geht's dir? Wie auch immer, ganz banal, Gott spricht dann, ja. Nein, sondern, was echt, wo ich sprachlos war, sie hat gewartet, wie lange das noch aushält, wie lange mein Strahl, mein Licht noch da ist, ja. Und sich gewundert, dass es noch da ist, was es mitbekommen hat. Wir hatten keinen Austausch. Ich hatte kein, also keine Calls, nichts, kein Telefonat, kein E-Mail-Verkehr, gar nichts. Ja. Sie war nur zweimal Sprecherin bei meinem Online-Kongress. Und ja. Und wisst ihr, es ist auch so, dass man mit seinem Menschen nicht ins Gespräch gehen kann, weil dann läuft irgendwas Intellektuelles ab, Rationales. Und es kann auch sein wie ein blinder Fleck, wenn dann jemand offen ist, sagt, hey, weißt du, was du da sagst? Und der, ah ja, stimmt, uah, das möchte ich verändern. Ich möchte, wenn das in Zukunft wahrnimmt, auf die Menschen zugehen. Versteht ihr, so leicht kann man Schicksalsschlag von anderen Menschen verändern, aber auch von sich selber. Denn wenn man solche Ideen hat und nachfragt, wird ja auch unrund. Es ist ja nicht in der Ordnung. Wenn ich jemanden zuschaue, und ich sehe das und Gott immer zeigt mir immer wieder den Menschen und ich immer wieder laufe den über den Weg oder träume davon, träume von den Menschen und die träumen und ich mache nichts. Tja, dann können wir jetzt sagen, neues Wir, neues Miteinander, oh, ich bin so empathisch, so in Liebe, Thema verfehlt, aber definitiv, ja. Also das so als wichtiger Impuls. Wer möchte, das ist natürlich immer eine freie Entscheidung, aber es ist ein Segen, es ist eine Bereicherung, das ist eine andere Form von Bildung und wo dann diese dogmatischen Ideen, egal jetzt, ob es vom biblischen, spirituellen, esoterischen, weil es ja von Idee alles Grund, ein Grundgut war, einmal ein bisschen hinterfragt werden und vor allem sich selber. Ja, aber wenn ich weiß, da hatte ich den Impuls und habe nicht gehandelt, ja, auch für mich selber. Ich weiß genau, wann ich einen Impuls habe und nicht handle. Und die Konsequenzen, ja, dann brauche ich nicht die Konsequenzen bearbeiten oder hier die Ursache suchen. Deswegen gehe ich auch nicht gern mit so Menschen ins Gespräch, die sehr woanders sind, weil die dann auf diesen Ideen herumreiten und das irgendwie analysieren oder reflektieren oder interpretieren. Aber nicht dorthin bei der Ursache, ja, alles passiert, erkannt. Aber wie geht es jetzt weiter? Denn man könnte immer eine Kurskorrektur machen. Und oft ist es eben, die Menschen werden ja auch gezwungen von den Umständen draußen, dass man miteinander, das heißt, das hin zum Wir, durch diese globales Weltgeschehen auch, ja. Es muss nicht ein Schmerz passieren, dass die Menschen ihr Herz öffnen, einander begegnen. Und das ist dann auch kein Schicksalsschlag, sondern davor haben sie nicht gehört. Das Herz ist geschlossen geblieben. Punkt. Fertig. So ist es, ja. Das ist Fakt. Und das muss man immer mehr verstehen und da hineinwachsen. Und das ist dann auch ein wirkliches Erwachen und sagen, wow, welche Macht wir haben in der göttlichen Führung, in unseres Göttliche. Denn das Göttliche ist, noch einmal, ist nicht geheimnisvoll, ja. Ist absolut klar. Ist weder strafend, noch, okay, den reiße ich jetzt aus dem Leben heraus. Überhaupt nicht. Sondern wir hören nicht gut. Wir haben sehr gute Ideen, super Verstand, sehr gebildet, ja, und handeln eben danach üben nicht mit uns immer tiefer in Beziehung zu gehen, nicht mit dem Ego, sondern mit diesen, und bestens mit dem Körper ins Gefühl zu kommen, in eine Beziehung, dann entspannt sich alles, dann können wir diese ganzen feinen Eingebungen auch hören und sich selbst ertappen dabei, ehrlich sein, die Selbstehrlichkeit ist wichtig. Ich verwende lieber, oh, das ist ein Schicksal, statt zu handeln. Das auch, ja. Und oft, es ist sehr häufig nicht dramatisch. Okay, noch ein Beispiel. Ich habe ganz viele Beispiele, aber ich möchte das Video nicht zu lang machen. Und eigentlich nur 14 Minuten. Es ist doch länger.
Ich hatte einen Termin, also eine Einzelsitzung mit einer vereinbart und ein paar Minuten davor, ich weiß nicht, habe ich schon davor, war einfach so ein Impuls zu einer Frau da, irgendwas stimmt nicht und ich soll dorthin fahren. Und ich, ach nein, ich habe die Einzelsitzung, ich will nicht absagen und ja, und die dann auf einen anderen Termin verschieben und habe so herumgehadert, ja. Aber da ich mich erkenne und weiß, was ich predige, wenn es um andere Menschen geht, bin ich, muss ja auch, darf ich dazu sagen, bin ich viel konsequenter, also eigentlich total konsequent. Sehr eher die Ausnahmen, bei mir ist es für mich selber ab und zu nicht so. Und ich habe dann gehadert, aber ich wusste, da ist was und immer wieder es zugelassen, nicht jetzt an, nur da hinaufgeflüchtet. Das ist im, über das Bauch, über der ganze Körper, die Seele, es ist so fein, kommt etwas, da ist, stimmt was nicht. Ich habe dann diese Frau angerufen, ja, die hat abgehoben, so, wie geht's und so, hat alles so normal geklungen, ja, und passt, und, ja, so. Und denke, okay. Dann habe ich aufgelegt, denke ich, da stimmt was nicht. Auch wieder, es war scheint nichts, kein Drama, versteht ihr? Nicht so, wow, und der hat auch nicht gejammert und Hilfe, ich bin so arm oder sonst was, ja. Und dann habe ich hin und her getan, ich glaube, wirklich lange, gefühlt lange. Es war vielleicht 15 Minuten, aber gefühlt Stunden. Und dann habe ich der einen Frau für die Einzelsitzung abgesagt. Und dass ich mich dann später melde und einen Ersatztermin ausmachen, weil dann war einfach klar, ganz klar, dann haben wir gefragt, okay, soll ich sofort fahren oder nicht? Das kam, fahr, ja. Ich habe mich immer ins Auto gesetzt und bin, es war auch weit zum Fahren, also weit, ja, eine halbe Stunde, 20 Minuten und bin gefahren. Und dann hat die Frau wieder nochmal angerufen und gesagt, mir geht's. Und dann hat sie so körperliche Symptome beschrieben, aber sehr neutral, sehr nüchtern. Und mein Gefühl war, denke ich, wow, das, ich habe sofort gespürt, gefühlt, da geht es jetzt um, wirklich ums Leben, ums Überleben der Körper. Die Reaktionen sind aufgrund dieser körperlichen Schwäche und der kann umkippen und dann nicht mehr existieren. Diese Informationen, da braucht man keine Bildung dazu, das weiß man dann einfach. Versteht ihr? Ich lade euch wirklich ein, ihr werdet so intelligent, die Intelligenz, die wächst, ja. Man kann spirituelle Intelligenz, göttliche Intelligenz, egal wie es nennt, aber dann auch der Verstand mit, aber nicht der Ego-Verstand, sondern wirklich ein wahrer, der heilige, der göttliche Verstand, ja, auch der wächst damit, weil es ja immer mehr weitet und immer mehr mitbekommt, diese Weisheit, ja, die man ja nicht jetzt dann so auf einmal erfassen kann, das geht ja gar nicht im menschlichen Sein. Und ich bin dann habe ich die Ärztin angerufen, eine Ärztin, ich hatte ja zufällig die Nummer, weiß auch nicht warum, das ist eben zufällig, die Telefonnummer, habe die angerufen und habe ihnen erzählt, mit der Frau telefoniert und meine Wahrnehmung und die körperlichen Reaktionen sagen, da stimmt was nicht und habe der Ärztin das gesagt und die Ärztin, ich soll dorthin fahren zu ihr und sie gleich einpacken, sofort zu ihren fahren, zur Ärztin bringen. Und das sind Dinge, die ich auch im Nachhinein erzähle. Das ist alles, das fügt sie einen Schritt nach dem anderen, ja. Und das heißt nicht, ja, die Sophia macht das, ja. Das sind jetzt banale Dinge, also banal. Da geht es nur, diese tue ich oder tue ich nicht, ja. Mache ich lieber die Sitzung und ignoriere das und 2 Stunden später wäre das für den Menschen zu spät. Und dann kann man sagen, Schicksal, ja. Da muss man eben, wie gesagt, Termine absagen, verschieben, aber es tut dann nicht weh und es geht sich immer aus. Die Kunden oder auch immer sind nicht böse, grantig, weil das ist ja Gott geführt. Das ist, das spielen ganz andere lichtvolle, liebevolle Energien, die mit uns hier miteinander sind, wahrhaftig und nicht das Destruktive. Ja, aber das spielt andere Spiele, wirklich großen Schaden anführen kann. Viele Menschen verschreiben sich unbewusst den Destruktiven, die in Groll sind, in Ressentiments, Unvergebenheit, Hass, Wut. Die sind ein Geschenk für diese destruktiven Energien. Und auch dieses sich abschneiden und immer noch alles so vom Kopf zu abzutun, ja. Auch die gehen die Falle, weil die sind so leicht in Versuchung zu bringen, in Verführen oder auch mit Angst dann zu manipulieren. Und es ist so eigentlich alles so durchschaubar. Wenn man mal beginnt hier zu schauen, ist es ist nicht alles schön, aber es ist geht es nicht um schön, sondern es ist einfach so tief bereichernd.
weil man ganz anders mit sich, mit der Welt und mit Menschen und dem Göttlichen, auch mit Situationen, Dingen kommuniziert. Na, so war das. Dann bin ich dorthin gefahren, die Frau war dann auch irgendwie, gesagt, du habt einen Termin, fahren wir gleich hin. Auch kein Widerstand. Oft sind dann, wenn es wir machen wollen, sagt, nein, ich fahre nicht zum Arzt, mir fehlt nichts, ich gehe nicht und so. Das ist dann alles nicht. Also wenn das einmal läuft, dann läuft es dann. Gott. Sobald man sich öffnet, ist die göttliche Macht echt, echt voll am Wirken. Und alles, was dagegen spricht, wird dann eliminiert. Da gibt es gar nichts. Und ja, und dann war man bei der Ärztin und ja, die hat dann Infusionen bekommen und so weiter und so fort. Also medizinisch gut behandelt. Und danach hat mir dann die Frau erzählt, wo sie alle beruhigt hat. Sie ist dann auch wieder zu Kräften gekommen, nicht mehr also zu besinnen auch. Und hat erzählt, sie wollte sich gerade das Leben nehmen. Das weiß ich vorher nicht, versteht ihr? Und das ist der Unterschied. Und es hat alles ganz banal angefangen. Nur so ein bisschen, ganz wirklich so. Irgendwas stimmt nicht. Nicht immer, oh, das stimmt irgendwas nicht, ja. Und das zum Thema Schicksal, das lasse ich aber wirklich gut sein, könnt ihr wirklich mit mir ins Gespräch kommen. Deswegen auch meine Weiterbildungen, die dorthin gehen, dich zu dir zurückzuführen, da immer mehr in Beziehung gehen. Es ist ganz unterschiedlich. Also was auch da ist, ich folge auch diesen Impulsen, was ich hinausgeben soll, wo es immer darum geht, es selber zu erfahren, nicht darüber zu wissen. Und das ist ja die Herausforderung für viele. Du weißt es ja auch selber, man sieht auch selber, okay, wo war ich zu müde, zu faul, wollte nicht oder keine Ahnung, oder der Kopf ist dazwischen gekommen. Ach ja, ich kann das ja nicht. Und wie deine Frau, ja, ich habe dazu geschaut, ach, wann wird dein Licht da untergehen? Und ja, was soll ich da noch sagen? Und da kann man eben gemeinsam gehen und schauen. Also die Leute oft, viele haben über Träume ganz tolle Informationen. Eine hatte den Traum, immer wieder seinen Traum, dass ihre Eltern beim Autounfall verunglücken. Und Gott sei Dank sind sie zu mir gekommen. Ich sage mal Gott sei Dank, weil das so schön ist, ob die Menschen das dann auch wie geführt und auch ein Vertrauen, ja, das dann entsteht. Und ja, dann haben wir das angeschaut. Ich schaue dann immer mit im Feld, ja, und lasse mich auch so begleiten und führen. Und dann, ich weiß dann eben nicht mehr, habe halt dann klare Tipps gegeben, Impulse, was er dann tun kann und schauen, also wo dann diejenige tut, nicht ich nur, ja, sondern wirklich, weil es geht ja, selbst zu lernen, selbst Erfahrung zu machen, selbst weiter zu wachsen. Durch Gefühl, nicht über einen spirituellen Verstand, über sonst irgendeinen Verstand, ja, sondern darüber hinaus zu wachsen. Und dann ist Folgendes passiert. Ich werde den Traum verkürzen, weil ich es nicht mehr weiß, also irgendwo auch ausgedruckt, weil ich so Beispiel mal gerne in meinen Erlebnisreisen damit einbringe, wo ich dann konkret den Text habe. Die hat dann das angewendet. Ich habe sie da motiviert, unterstützt und die Impulse gegeben. Und dann ist Folgendes passiert. Dann eines Tages hat die Mutter sie angerufen, sagt sie, was, sie hat einen Unfall gehabt, aber es ist nichts passiert. Es ist sie so glimpflich noch ausgegangen. Und nur ein kleiner Blechschaden heißt das, ja. Und dann hat mir das die Frau erzählt und ich, ja, wir wussten beide, das war die Arbeit in dem Fall im Energiefeld, ja. Sie waren ja schon auch bei den Eltern, so, das ist immer wichtig, auch mit den Menschen in Kontakt zu gehen, zu schauen, wie sind sie unterwegs, was ist da los, ja. Sollte man oft ein Wort sagen, das wird dann gegeben und da war beides vorhanden. Aber nicht, du darfst nicht fahren, oh, du wirst einen Unfall haben, das ist ganz tragisch. Bitte mach das ja nicht, ja. Denn solche Aussagen, die wirken im Menschen und der wird es dann anziehen. Ihr seid dann Verstärker für ein Unglück, ja. Ja. Also in dem, man kann schon, du, ich weiß nicht, wenn jemand schon offen ist, aber achtsam, und wenn er doch macht, dann wirklich im Gespräch sein und also es ist einfach dann führen lassen, ganz einfach. Jetzt sage ich es hier fürs Video, für die Öffentlichkeit. In den intimen Stunden der Seminare ist es natürlich anders. Und dann hat die erzählt ihm, dass der Vater, also der Mann von der hat mitfahren sollen, aber aus irgendwelchen Gründen ist er nicht mitgefahren. Also es wäre auch beide.
Und wer weiß eben, wenn da, also nur so eine Idee, wenn der Mann mitgefahren wäre, hätte sie vielleicht anders reagiert, als sie gefahren ist, die Frau, weil er für sie dazwischen gequatscht oder abgelenkt, wissen wir nicht, ja. Gott hat ihn eben dann auf die Seite gelegt, sodass er nicht mitgefahren ist. Und der Unfall war so von der Beschreibung, wie ihn die im Traum hatte, nur eben total abgeschwächt. Es ging noch mal glimpflich aus. Und danach hat sie auch, da war auch Weisheit dabei, Informationen, auf was sie im Leben achten sollen, auf was wichtig ist, konnte sie dann der Mutter mitteilen und erzählen. Und zwar, und die nimmt das dann an. Das nimmt man deswegen an, weil das eben alles noch einmal geführt ist. Und das geführt klingt oft einmal so, ich weiß ja nicht. Spooky ist es aber nicht. Es sind deine Empfindungen, deine Wahrnehmung, in deinem Traum Informationen, ja. Wenn Gott dich dazu beruft, sage ich, haben wir jetzt ganz banal vereinfacht ausgesprochen, dann folge dem. Und es wird für dich ein Segen sein, nicht so, ach, ich mache für einen anderen, was habe ich davon? Nein. Und noch einmal, es ist nicht deine Tagesordnung, du wirst dann nicht deine, jeden Tag haben, ich weiß ja nicht, es kann vielleicht damit dreimal hintereinander sein und dann 10 Jahre gar nichts oder 5 Jahre, weiß ich nicht. Ja, es ist wirklich nicht, dass man das jetzt missdeutet und da wieder eine Ausrede hat. Oder schaut, ups, wen könnte ich retten? Ja, keine Sorge, wenn du still bist, hast du genug zu tun. Bekommst für dich und für andere und auf dieses Weltgeschehen dann auch wirklich anders einzugreifen. Es hat immer im Energiefeld Auswirkungen, kollektiv, global. Es ist alles Energie und es auf diese Felder hat es massive Auswirkungen. Von jedem Einzelnen, von jeder und jedem Einzelnen. Das ist Fakt. So. Ah, jetzt ist es länger geworden. Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr da aktiv seid, einen Kommentar hinterlässt und auch sagt, hallo, habt ihr Erfahrung oder etwas erzählt? Auch Fragen, sagen, ich habe jetzt mehr so Impulse oder so auch Träume, also über Träume geht ganz viel. Was soll ich damit anfangen? Ja, und oder ich habe bei den Menschen, wenn er das nicht tut, dann geschieht das und das. Meldet euch bei mir. Wenn ihr es da ist, dann hat das eine Möglichkeit, dass wir tun können. Und wie gesagt, gemeinsam ist stärker und das Miteinander, wohin der, ja, das geht in das Neue. Wir, das Neue, rede ich von der Liebe, von dieser wahrhaftigen Herzlichkeit, hohen Empathie, eben auch, wo man so miteinander sich unterstützt, inspiriert, aber auch das Leben rettet. Also, das war Sophia. Ich wünsche euch eine schöne, lichtvolle Erkenntniszeit, Erwachungszeit und ihr werdet so reichlich belohnt, wenn ihr da beginnt, mit euch und in dem Sinn mit Gott in Beziehung zu gehen.